Hallo Ludi, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Crusader Kings 3 hier auf GenX Reloaded. Tobi bin ich und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei diesem herrlichen Wetter. Muss man ja ganz ehrlich sagen, schon schade, dass ich draußen sitze, aber draußen sind leider zu viele Menschen. Ja, kleines Problemchen. Aber auf jeden Fall werde ich nach dieser Aufnahme definitiv ein bisschen an die frische Luft gehen. Und aber vorher möchte ich mit euch eine Runde Crusader Kings daddeln. Yep, yep. So, und ich würde sagen, wir gucken mal. Wir haben hier 13 News. So, wir haben keinen Hofarzt, genau. Darum müssen wir uns kümmern. Wir haben niedrige Gemeindekontrolle in Ostfriesland. Genau. Das ist das, was ihr hier umrandet seht. Das haben wir ja in der letzten Folge, haben wir das ja hier eingenommen. Hier mit den ostfriesischen Inseln. Ja, sehr schick, das ist schick. Und wir richten unser Augenmerk natürlich weiter gen Westen, um halt auch den Rest von Friesland dann noch zu erobern. Dafür müssen wir hier noch Ansprüche fingieren, aber das können wir uns ein bisschen mit Zeit mitlassen, denn als erstes müssen wir unseren unseren Ratsmarschall aus Bremen, da ist er ja zurzeit, abziehen. Ist das zwar auch nicht schön da, aber Ostfriesland ist dringender. Deswegen, mein guter Witgild, geh bitte nach Ostfriesland. 7 Jahre dauert das. Alter Verwalter. Gut, gut, gut. So. Dann werden wir von unserem Fürstbischof, der war ja relativ neu, nicht gebilligt, aber wir sind gerade noch dabei bei Witgilds. Der verfolgt mich gerade. Noch ein bisschen zu schleimen. Das können wir dann danach machen. Wir haben hier zwei Artefakte. Ja, die müssen beide. Das ist das Schwert. Schwerter sollte man immer reparieren, finde ich. Und dann haben wir ein bisschen lauter. Naja, geht ja. Und genau das gleiche wie bei Büchern. Bücher müssen auch immer repariert werden, weil es halt Bücher sind. Das ist wichtig. Klar, in unserer Zeit, also in der Zeit, wo das Spiel spielt, stattfindet, haben die Leute da wahrscheinlich noch nicht so sehr drauf geachtet. Aber gerade so den Gelehrten und den Mönchen und auch einigen Königen in der Zeit war das schon sehr wichtig, sowas zu schützen. Und ich gehöre mit dazu. Ja. So, und ansonsten ist halt das Übliche, wir können Ansprüche bitten, aber das ist immer, das muss ich jetzt nicht. Ich könnte gucken, welche das sind. Das ist Herzog Kärnten und Augsburg. Das ist halt hier unten. Ja, aber da will ich noch nicht hin. Und ob sich das noch lohnt. So, wir können Geld. Um Gold bitten. Wir können Ratsposten. Wir können Kriegsvolkregimente immer stationieren. Hier sind denn unstationiert? Da habe ich nur nichts von. Na gut. Gut. Ja, und halt Kriege können wir erklären, aber das wollen wir auch nicht. So, dann wollte ich gucken, ob wir hier natürlich in unserer neuen Grafschaft von Ostfriesland. So, hier haben wir ein Besitztum, eine Burg, die Ostfrieslandburg, scheinbar, in Emden. Dann haben wir hier noch Jever, können wir noch bebauen, und Farel. Ja. Farel ist hier relativ in der Nähe von mir zu Hause, aber das ist alles, ich wohne halt
Komm halt hier aus der Gegend. Ja. Hier bin ich geboren. In Oldenburg. Ja, ja, deswegen war es mir ein Anliegen, nochmal mit Angria zu spielen. Und ja. So, wir waren aber wegen Bauen. Und ich würde sagen, dass wir erstmal Emden ausbauen, soweit wir können. Fangen hier mit den einfachen Weiden an. Auch für Stufe 2 haben wir ein bisschen mehr Steuer und auch Aufgebote, das übliche halt. Und deswegen sollten wir das machen. Dauert 19 Monate, kostet 237 Gold. Machen wir das. So. Ansonsten würde ich sagen, können wir beginnen, oder? Ja. Ja, hier Polarien gehört ja eigentlich mit zu Angria. Unser Vater Virik hat das ja mit gehörte das ja alles mit dazu. Aber da ich ja noch einen Bruder habe, mit dem ich das teilen musste. Ja. Ja, ja. Da ist es vielleicht ganz gut, dass ich nur einen Sohn habe. Oder ein Kind habe, so bleibt das. Also bis jetzt zumindest. Und ich glaube auch nicht, dass da noch was kommt. Meine Frau ist auch schon 47, obwohl das in diesem Spiel jetzt nicht so viel zu sagen hat. Ich hatte auch schon Mitte 50-jährige Frauen, die noch Kinder gekriegt haben, bekommen haben. Also das ist alles möglich, aber ich denke es mal nicht. So, dass ich eigentlich nur hoffen kann, dass unserem Erben nichts noch passiert. So, und er selber hat überhaupt noch kein Erben. Also, so langsam wird's mal Zeit, ne? Also, fuiuiui. Gut, alles klar. Dann haben wir das so weit, dass wir starten können. Dann hoffen wir mal, dass uns das Glück geholt bleibt. Ja, super. Kaum habe ich es gesagt, bin ich in eine Fraktion gemischt geschaffen von Wolfram. Super toll. Fattenarsch. Möchte, was will er denn? Niedrigere Lehnsautorität. Ich bin doch schon hier. Noch niedriger geht ja nun mal wirklich. Also geht natürlich noch schon, aber nein. Bro. Er alleine kann mir nicht so gefährlich werden, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber das wird ja nicht, da werden ja noch Leute dazukommen. Deswegen muss ich unbedingt gucken. Und ich habe zwar starke Verbündete, alleine Lothringen hat natürlich 15.000 Leute. Also, ne? Ich denke mal, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen, ich denke mal, ich muss mich jetzt nicht vor einem Vasallenkrieg fürchten. Also, wenn meine Vasallen jetzt meinen, sie müssen aufmucken. Aber das ist natürlich immer auch ein Zeichen von schlechter Herrschaft, ne? Wenn sowas passiert und. Das ist eigentlich nicht so schön. Ich möchte eigentlich ein guter Herrscher sein. Aber ich kann mich nicht auf alles einlassen. Und ich habe mich schon einmal darauf eingelassen, um halt einen Vasallenkrieg zu verhindern. Und ja, ich denke, wenn man das zu oft macht, dann erstens sinkt die Lehnsautorität, was mich in meinen Rechten natürlich beschneidet. Das zum einen. Aber zum anderen, ja, sieht das halt natürlich auch sehr nach einem Pushover aus, ne? Und das, als wäre ich ein Pushover, und das würden die dann ja immer und immer wieder ausnutzen. Und deswegen muss ich da einfach stark bleiben, und wenn die jetzt wirklich meinen, die müssen Krieg führen, dann sollen das machen, aber dann kriegen sie auf die Klappe. Das ist einfach so. Meine Verbündeten sind auch diesmal ein bisschen besser gewählt. Oft achte ich nicht drauf, also wo meine Verbündeten wirklich sind. Und dann habe ich zwar einen starken Verbündeten, der 15.000 Soldaten hat, aber hier irgendwo in Russland sitzt. So, ja, die brauchen dann natürlich dementsprechend, bis die bei mir sind. So, jetzt habe ich Verbündete in Lothringen, die sind ja logischerweise Rückzug da. Mein Bruder ist natürlich auch mit mir verbündet. Und dann der König von Dänemark, das ist hier oben.
der auch nochmal 6.500 Leute hat, knapp, der ist auch relativ schnell bei mir. Kann sogar noch über Wasser kommen. Und also über den Wasserweg. Deswegen ist das eigentlich schon ganz gut. Wäre nice, wenn ich jetzt noch hier irgendwie Polen oder so. Aber auf der anderen Seite möchte... Oh, die kann keine Kinder kriegen. Das heißt, der Grazkanzler ist der Haupterbe. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine neue Dynastie dann an den Start kommen. Oh. Dynastie... Frau Stadt ist dann erstmal weg, hat auch nur noch sieben lebende Mitglieder. Prinzessin und die anderen scheinen alle sogar einen Hof, ne? Das ist ja spannend. Und der nächste König von Polen, also Polania, wäre dann Graf Pietro von Gnizemo von Lancaster, also Engländer. Briten. Entschuldigung. Puh. Und der hat noch ganz schön viele Ansprüche hier. Auf das Fürstentum von Polania, von Pomerellen. Aber nichts mal aus der Heimat. Das ist denn sein Vater? Herzog Imran von Pomerellen. Auch ein Lancaster und dessen Vater. Puh. Alter Verwalter. Entschuldigung. Boomer-Spruch hier. Alter Verwalter. Das ja war. Ja, aber darüber habe ich mich. Muss ich mich jetzt erstmal nicht kümmern. Was ist hier los? Okay, genau, der Hofarzt. Den suche ich hier über Entscheidungen. Ich glaube, ich hatte schon mal geguckt. Ich habe in meinem Hofstand niemanden. Meine Ratsbegleitschaft Farida ist verstorben. In meinem Kerker. Die Welt ist voller Gefahren, selbst für einen König und seinen Hof. Seinem Hof. Wie von mir eben erbeten, haben sich meine Dienstboten nach Empfehlungen umgehört. Nun haben sie mir ein paar Möglichkeiten zur Auswahl vorbereitet. Heinrich ist erfahren, mit 33, wie erfahren man da auch immer sein kann. Hat Bildung von 18 und ist ein Wohlstandsschaffer, aber das hast du noch schon. Hat sonst keine Perks irgendwie. Butzi da wirkt eifrig. Der ist 2 Jahre älter. Eunuchenreisender. Dann haben wir noch Ilva, der ungewöhnliche Heilmethoden. Nein! Nein! Was habe ich gemacht? Oh, was habe ich gemacht? Die Herzog Dietke wurde exkommuniziert. Ja, das habe ich gelesen. Schön, dass ich das nicht vorgelesen habe. Ich war jetzt schocken wegen meiner Dusseligkeit. In den 13. König Dagmar von Angra. Ludwig von Arnim liegt mir am Herzen. 10. Ja. Ach. Nein, was habe ich gemacht? Ja, recht schlau. Ein weiser Mann, Glaubenskrieger, ein Reisender, Diplomaten, Höfling. Okay. Ja, da habe ich nicht aufgepasst und auf den falschen Button gedrückt. Ich wollte mir eigentlich seinen Charakter angucken. Ja, sein Charakterblatt öffnen. Was war das? Verlöbnis arrangieren. An dem bescheidenen König Dankmar von Angria, ich schlage ein Verlöbnis vor, dass meine Enkelin Mathilde de Nîmes und euer Cousin Budok, den wollen sie alle heiraten. Aber der, die,
die ist auch erst zwölf, ich verheirate keinen, verlobe keinen 34, 35-Jährigen mit einer 12-Jährigen. Mit meiner Enkelin, nicht mit meiner Enkelin, seiner Enkelin, das ist mein Cousin. Warum? Nein. Nein. Wirklich nicht. Mein Ratspiel sind mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet ein Komplott, um eine Person zu ermorden, und zwar meine Gemahlin, Königin Maria. Heide Witzke, warum? Lasst meine Maria in Ruhe, sonst gibt's. Jetzt mach ich hier einen auf Caligula und dann geht's ab hier. Oder besser noch Nero und brenne alles nieder. Ich glaube, es hackt. So. Wie lange brauchen die denn noch? 6 Jahre? Ich habe 200 Steuern erhalten. Es ist allgemein bekannt, wie sehr Höflinge Intrigen und Komplotte lieben. Dies könnte ich zu meinem Vorteil nutzen. Wenn ich dafür sorge, dass meine Höflinge einander misstrauen und untereinander zanken, fehlen ihnen Zeit und Ressourcen, gegen mich zu intrigieren. Ich werde absolut ein Gerücht in die Welt setzen. 77% aufgrund der Gerüchte misstrauen meine Höflinge einander. Maria Perunel und Doboslava verlieren wechselseitig 40 Meinungen. Und ich bekomme 100 Ränke spielen Lebenshandel. Und 22% der Gerüchte werden als bedeutungsloses Geschwätz abgezahnt. Ich setze 75 Prestige ein. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Solange ich ein paar Spürhunde unter ihnen platziere, kann mir nichts zustoßen. Hufspitzel. Komplott wird dir schon für feindselige Komplotte plus 8. Ja, dann mache ich das doch. So viel mache ich doch. Mann, mache ich das doch. Doch das. Ja, Entschuldigung, es ist meine dritte Aufnahme. Heute war überhaupt nicht mein Tag. Bei meiner ersten Aufnahme für diese Runde hatte ich kein Bild, weil ich das vergessen habe bei OBS einzustellen. Bei der zweiten Aufnahme hatte ich dann keinen Ton, weil sich irgendwie mein Mikrofon ausgestöpselt hat. Und deswegen. Aber was ich sagen kann, ich habe immer so ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten, bevor ich das gemerkt habe. Und dabei habe ich da jetzt schon seit einiger Zeit, 2 Monate glaube ich, einen Kontrollmonitor. Aber ich habe halt nicht auf die Ausschläge vom Mikrofon geachtet. So, also das heißt, ich habe immer ungefähr 15, 20 Minuten gespielt, bevor mir das dann aufgefallen ist. Und ich kann sagen, dass bisher jeder Spielverlauf, jetzt der dritte Spielverlauf in diesem Spielstand, ich hatte glücklicherweise den vorherigen Spielstand, ich behalte die immer eine Zeit, falls Sachen passieren wie bei Pentiment. Nur da hatte ich dann halt nur den einen Spielstand. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich das jetzt das dritte Mal durchspiele, also angefangen mit dem Spielstand, und der immer anders verläuft. Also gewisse Sachen bleiben gleich, sind gleich geblieben, so wie die Fraktion. Die hat sich immer gegründet. Aber ansonsten, ja. In den anderen beiden Spielständen war ich zu dieser Zeit schon auf einer Reise. Ja. Genau, ich platziere jetzt hier den Spion. Jo. Herzog Oliver. Einen bescheidenen König tanken von Angriff. Ich kann diese Einkündigung nicht mehr ertragen. Würde ihr dieses Angebot im Gegenzug für meinen Freiheit annehmen? 100. Ja, klar. Klar. Herzog Oliver, der vierte geht für 100. Macht. Geht mit Gott. Ja, der Orden von der Calatrava breitet sich weiter aus. Jetzt in der Baronie von Rosice. Ich denke mal, das ist im Osten. In Wulitin. Okay. Nicht schlecht. Weil Ruhm ist weithin bekannt. Durchdachte Diplomatie. Mein Ratskanzler Herzog Matthias hat
hat hart daran gearbeitet, benachbarte Reiche und Vasallen davon zu überzeugen, dass der Friedensvertrag, den ich mit König Rutger von Friesland eingegangen bin, fehlerhaft, illegitim und ungerecht mir gegenüber ist. Ich kann ihm wieder nach Belieben hin den Krieg erklären. Unglaubliche Arbeit, Matthias. Ja, das ist wirklich cool. Das heißt, ich kann jetzt schon meinen... Also das hätte ich auch vorher gekonnt, aber vorher hätte ich erwarten müssen. Wegen dem Waffenstillstand. Aber jetzt kann ich den da schon hinbasteln. Hä? Ist er da jetzt nicht hingegangen? Ach, Tobi. Da musst du hin. So, 17 Monate. Der braucht aber noch 6 Jahre, okay. Die dauert ja noch ein bisschen. Was ist hier? Wir haben noch die Herzogin, aber ich möchte kein Bündnis mit dem machen. Schießen. Hoch 400, ja. Sehr schön. Sehr schön. Wie lange braucht das da noch? 7 Monate. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ja, hier kann ich nur alles bauen. 450, ja, das klingt doch gut. Stallungen. Dann baue ich das so hier, 450. Stallung. Nice. Ja, sehr gut. Dann kann ich mir hier noch Dokum holen, wenn ich ganz viel Glück habe. Macht er ja besonders gute Arbeit, mein Radspitzel. Beziehungsweise mein, macht er ja nicht mein Radspitzel, macht ja mein... mein Fürstbischof. Und ich kann das ganze Herzogtum gleich einnehmen. Das wäre natürlich besser. Anstatt jetzt erst noch Dokum zu holen, dann Gruningen. Dann die Grafschaft von Friesland direkt noch. Ja. Aber das wird schon. Meine Bekanntschaft. Puridia ist verstorben, meine Gefangene Puridia ist in meinem Kerker gestorben. Okay. 5 habe ich noch. Oh, die sind schon 12 Jahre im Hausarrest. Oh. Kann er irgendwas besonders? Ja, jetzt nach 12 Jahren im Knast kann er wahrscheinlich nicht mehr besonders viel. Ja, dann raus mit dir. Schon 2 Jahre. Kann auch nicht. 9. Ja, ist auch nicht so toll. Da auch noch 9. So, also Knast auch wieder leer. Ja, was soll ich denn da? Und der eine 12 Jahre. Das, Alter. Was ist denn hier los? Gehöftin aus Friesland gebaut. Sehr gut. Zur Aktivität eingeladen. Ich wollte sagen, von Graf Pribislav. Ja, das gehört ja leider nicht mehr zu mir. Und ich möchte halt aufgrund der Fraktion und der... Oh, jetzt ist es sogar schon eine gefährliche Fraktion... Weil noch mehr Leute dazu gekommen sind. Hier, ja, geil. 2.500, 1.500, 1.000 und auch nochmal knapp 1.000. Ja, super. Super, super. Den kann ich vielleicht ein Geschenk schicken. Ist vielleicht der kleinste, aber egal. Je mehr unser Orden mit Namen Johanniterorden wächst, desto mehr Land brauchen wir, von dem aus wir unsere Verteidigung des katholischen Glaubens in Angriff nehmen können. Statt von Twistringen ist für unsere Zwecke bestens geeignet. Wir würden es gerne pachten, um es in Dienst unserer Sache zu stellen. Eure Bitte wird stattgegeben für Gott. Wir hatten 685, er hatte statt von Twistringen. Ja, ach halt.
Mein Bruder Markus ist verstorben. Du bist gewesen. Umständen. So, wo ist denn das? Okay, das passt ja so. Meine Vasallen, Herzog Cornelia, richtet eine große Jagd in Potsdupim aus und es ist Zeit für unsere Abreise. Ich sollte in der Lage sein, das Haus von Dudelfinger mit Stolz zu vertreten. Jagd mit Vögeln ist das edelste Unterfangen und ich werde darin sicher hervorragend sein. Im Jagen oder im Vögeln? Okay, lassen wir das. Dum, 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 dum. Mein Nachbar Königin Helene hat einen Krieg gewonnen. Der Verlierer Herzog Altmann von Österreich. Krieg gegen die Tyrannei von Königin Helene. Ja. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Nüver. Während wir auf die Ankunft der übrigen Gäste warten, hat Herzogin Cornelia mit den Vorbereitungen begonnen. Ihre Wildhüter suchen jeden Tag die Länderei nach Anzeichen von Beute ab und errichten ein Lager in der Nähe der Jagdreviere. Mein Vogel wird durch die ganze Warterei ganz unruhig, weil er weiß, dass er bald in den Himmel entlassen wird. Bald. Graf Dubislav, der Jägermeister von Herzogin Cornelia, trommelt die Gesellschaft zusammen, als das Licht über den Jagdrevieren aufgeht, die sich ins Gelände von Potsdupim schmiegen. Mit etwas Glück finden wir gleich mehrere Enten als Vergnügen für unsere Greifvögel. Meine Treiber werden keine Schwierigkeit haben, die Vögel aus ihren Verstecken zu scheuchen. Und ich kenne einige Worte, die reiche Beute versprechen. So. Kann ich mit irgendjemandem anfreunden? Trisslauf. Thomas und Kiel. Na gut. Bam, 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 bam. Der Jagdmeister von Herzogin Cornelia weist die Gruppe an, leise zu sein. Wir haben unser Ziel erreicht. Es gibt eine freie Sichtlinie zu einer Gruppe brauner Enten, die in einem Teich vor uns badet. Die Treiber werden bald in Position sein, bereit, das Wild aufzuscheuchen. Die Gesellschaft hält an und wir bereiten uns darauf vor, die Hauben unserer Vögel zu entfernen. Ein nach dem anderen schicken wir sie auf die Jagd. Was ist hier? Bündnisaushalten. Da grüßt man rein, an den es ja also gerne nämlich die Vorgestellung ist, die Bande zwischen uns zu stärken, indem wir ein formelles Bündnis zwischen unseren Reichen schließen. Zuckt einfach. Ja. Es ist Zeit. Hier. Nein, ich verheirate keine minderjährigen Kinder. Es rechnet nicht schon an so alte Säcke. Und vor allen Dingen, wenn das überhaupt nichts bringt. Mann. Ich beobachte aufgeregt, wie mein Vogel ein Ziel anvisiert und sich hoch in die Luft erhebt. Die Treiber haben die lärmenden Braunenten aufgescheucht, die nun die Luft mit dem Geräusch ihrer flatternden Flügel erfüllen. Immer wieder stößt mein Habicht auf ein Beutetier herab, doch stets verfehlt er sein Ziel oder fügt ihm nur eine kleine Wunde zu. Nach stundenlangen Versuchen ist die Beute so gut wie verschwunden, der Vogel fast völlig erschöpft und das Licht wird immer schwächer. Pff, Schande. Dem Ruf der Wilden zu folgen stets ein Abenteuer und dieser Ausflug bot Gutes wie Schlechtes im Überfluss. Ich bin dabei nicht vorangekommen, das Vertrauen von Cornelia zu gewinnen. Anscheinend mache ich etwas falsch. Graf Drübislav versammelt als Erzjägermeister die enttäuschte Jagdgesellschaft und die erschöpften Hunde für die Heimreise. Das Tier, die Ente, ist uns herzlich entkommen. Dieses Mal. Ja, geil. Ja. Herzog Cornelia erhielt Anspannung, weil sie schüchtern ist. Erhielt die Eigenschaft Jäger, erhielt 450 Prestige. Jeder teilnehmende Gast erhält 225 Prestige. Okay. Alles klar.
So, die Rückreise würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Und ich hoffe, dass jetzt alles funktioniert hat mit der Aufnahme, weil ich fand die Folge eigentlich ganz in Ordnung. Die anderen waren nicht so, auch nicht jetzt schlecht. Aber ich war jetzt dreimal bei einer verschiedenen, nee, gar nicht quasi. Ich glaube, im ersten Versuch und in dem jetzigen war ich bei einer Jagd. Und in dem zweiten beim Prachtturnier. Naja. Okay. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre nice. Teilt das Video, wenn ihr möchtet. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt sicher. Bye, bye. Euer Tobi.